Morgen. Es ist gleich 9 Uhr. Ich habe die Kinder schon für die Schule fertig gemacht, also die sind auch schon längst in der Schule. Ja, mein Tag beginnt jetzt einfach mit einer Tasse grünem Tee und ein bisschen spielen mit der Kleinen. Die ist ein bisschen sehr früh wach heute gewesen und auch hat auch nachts sehr schlecht geschlafen. Deswegen liege ich gerade so im Bett mit ihr. Vielleicht wird sie gleich wieder müde, weil das ist meistens so bei ihr. Sie fängt dann an zu nörgeln und dann weiß ich einfach, okay, sie hatte echt nicht genug Schlaf. Mal schauen, vielleicht schlägt sie ja gleich wieder ein. Ja, ich hoffe da nicht auf mir. Mein Mann ist gerade ganz kurz zum Aldi gefahren. Das ist nicht weit von uns. Da gibt es nämlich heute ist Donnerstag, so Pyjamas, die im Dunkeln leuchten. Und meine Kinder haben die fast jedes Jahr. Immer zu Halloween gibt es die dann. Und ich finde die richtig cool und die lieben die. Und ja, jetzt ja, wird es halt Zeit, dass sie wieder einen neuen bekommt. Ich hoffe, für meinen Sohn gibt es auch welche, weil im Prospekt war jetzt nur für Mädchen angezeigt. Mal schauen. Und ja, du willst auch mit Kreuzchen schon, ne? Und genau. Und dann heute Abend fahren wir zu einer Freundin. Die macht Wimpernverlängerungen und mein Mann schenkt mir auch das praktisch. Ich weiß nicht, ob das zum Geburtstag als Geschenk auch sein soll oder nicht. Ich habe ja erst am 25. Aber er hat mich halt auch damit irgendwie überrascht, dass wir halt dann dahin fahren und ich meinte halt, huch, das ist jetzt so, ja, es ist noch sehr dunkel. Hat er mich halt überrascht, dass wir dann da heute hinfahren werden und eigentlich mag ich Verlängerungen absolut nicht. Ich hasse dieses Gefühl von, da ist was auf meinem Auge und ich kann nicht durchreiben und ich kann mich nicht abschminken, wie ich will. Auch beim Duschen muss man aufpassen. Allerdings hatte ich das letzte Mal mit 17. Also schon echt lange her. Und damals haben wir uns die auch selber gemacht. Also ich habe, meine Mutter hat mir das gemacht, die hat das gelernt. Ich mag das Gefühl einfach nicht. Jetzt mal gucken, vielleicht. Es heißt ja, die Technik ist so gut und das fühlt sich fast an wie seine eigenen Wimpern und was weiß ich. Mal schauen. Wenn es mir immer noch nicht zusagt, muss ich es ja nicht weitermachen. Also, ne, dann kann ich sie ja auch einfach entfernen lassen irgendwann und gut ist. Aber ich hoffe, dass mir das gefällt, weil das ist schon schön, ne? Dann so aufzuwachen, so wie jetzt, nicht halb tot auszusehen, sondern schon einen Augenaufschlag zu haben. Ja, das Wimpernserum benutze ich ja auch noch die ganze Zeit. Also jeden Tag mache ich. Ich merke auch schon so ganz bisschen was. Ich habe aber noch nicht nachgemessen. Aber ich merke auch, dass der Schwung einfach wieder ein bisschen da ist. Die waren echt schon so kurz bei mir. Und jetzt ist halt so wieder leichter Schwung da. Auch beim Schminken merke ich, ne? Die sind, ich habe das Gefühl, kann man das so sagen, gesünder geworden? Einfach, ja, so fühlt sich das an. Ich weiß gar nicht, ob. Ja, aber das sind ja auch Haare, da kann ja auch irgendwas mit sein, ne, bei den Wimpern. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie jetzt so gesünder sind, mehr Schwung haben und kraftvoller irgendwie sind. Und ja, also scheint das Lash Cocaine echt besser zu sein, den Job ganz gut zu machen. Vielleicht brauche ich wirklich nicht dieses teure zu kaufen. Oder wer weiß. Jetzt hat die Kleine die Spielchen mit der Fernbedienung. Ja, oder wer weiß, vielleicht bleibe ich ja doch bei der Wimpernverlängerung. Mal schauen. Gucken wir mal. Muss sie mir dann auch erklären, wie man die pflegt und so. Wie gesagt, ich bin da komplett unerfahren mit. Moment, ich mach mal kurz leise. Jetzt hat sie. Die rollt sich hier. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Mal schauen, was heute sonst noch so ansteht. Ich möchte gerne zum Teddy. Ganz dringend. Mein Mann hat heute noch einen Arzttermin und dann hoffe ich, dass wir das danach schaffen, weil da gibt es 30% auf alles. Das haben bestimmt schon einige mitbekommen. Und ich möchte da. Ich hatte euch ja mal in meinem Teddy Live Shopping Hall, kann man das so nennen, hatte ich ja mal euch diese Schüssel gezeigt, diese blau-weiße. Und auch so hat mir da so viel Geschirr gefallen. Ich hoffe, dass ich irgendwas noch kriege. Naja, auf jeden Fall, genau. Ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei ganz viel Spaß, ganz viel Spaß bei diesem Video. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Und genau, dann sehen wir uns. Wir sind wieder da aus der Stadt. Oh,
Ich kann mich nicht angucken. Meine Haut ist so schlimm geworden. Und ich war so in der Stadt, weil ich darf mich ja jetzt nicht schminken. Ich bekomme ja nachher die Wimpernverlängerung. Aber ja, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich wollte euch mal so ein bisschen zeigen, was wir alles geholt haben. Es ist alles in eine Tasche gestopft. Ich werde jetzt rausnehmen und dann hoffentlich noch wissen, woher es ist. Ich habe ja erzählt, dass ich zum Teddy wollte. Ah, da habe ich noch die Rollen vergessen. Ich habe noch 5 Geschenkpapierrollen gekauft, verschiedene Sorten, weil wir irgendwie nur Weihnachtsmotive haben oder Disney-Motive, aber die sind dann auch im Weihnachtsdesign. Und so für Erwachsene oder normale Geburtstage unter dem Jahr haben wir irgendwie keins. Deswegen habe ich 5 Stück mitgenommen. Kann ich euch ja gleich zeigen. Die hatten richtig schöne Auswahl und auch echt günstig. Dann kam auch noch im DM etwas mit, weil Madame benutzt nur solche Aventschnuller, die komplett aus Silikon sind. Ich habe jetzt hier gerade keinen da, aber die sehen halt ein bisschen komisch aus. Falls ich den gleich finde und dran denke, zeige ich euch die mal. Alles andere nimmt sie nicht. Und ich verstehe es nicht. Mein Sohn damals war so unkompliziert. Dem war das absolut egal, welche Flasche ich ihm gegeben habe, welche Schnuller er hatte, welche Größe sogar. Das war dem völlig egal, von welcher Marke, welche Form. Bei meiner älteren Tochter, also bei Alina, gab es dann das Problem, dass nur Avent ging. Ich habe es nicht verstanden. Ich sehe, ja, toll. Noch teurer geht es nicht, sondern sie mochte nur die teuersten. Ja, halt Avent-Schnuller nur und Avent-Flaschen. Sie auch. Nur die Avent-Flaschen und nur diesen Schnuller. Also nicht mal die Avent, die es überall gibt. Davon haben wir auch welche da. Nein, nur diese komischen aus Silikon. Die gibt es nicht überall. Weil es schon 2 DMs, da gibt es die einfach nicht. Ich weiß, dass es die bei unserem gibt. Da fährt mein Mann jetzt gerade hin und holt die, weil wir haben alle verloren. Ne? Das ist echt schrecklich. Auf jeden Fall, ja, kam dann noch ein Haarspray mit für meinen Mann. Eigentlich nimmt er immer das Schwarze. Gibt es ja so eins extra. Riecht auch so nach Mann. Aber ja, gab es halt nicht. Deswegen halt den. Stufe 4. Und dann habe ich ein Parfüm entdeckt. Das ist wohl neu von Bench. Wegen diesem New stand das halt. Ich habe da halt einfach dran gerochen, weil wir da an der Kasse standen und das ist direkt an diesem Parfümreihe. Und es hat nur 10 Euro gekostet und das riecht so, so gut. Also ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, wenn ich es länger auf mir drauf habe. Aber dieser Duft, ich weiß nicht, das hat mir so gefallen. Und ich kann es leider nicht beschreiben. Es riecht sehr weiblich, so leicht süßlich, aber nicht zu süß. Ja, und mehr kann ich jetzt auch nicht beschreiben. Also ihr müsst einfach mal dran riechen. Mir gefällt es sehr. So, ich mag das nicht, wenn das so herb riecht. So. Das ist schon echt angenehm. Und auch nicht zu süß, wie gesagt. Dann war ich im Rossmann, während mein Mann was erledigt hat. Habe ich einmal dort gesehen, diese Vakuumierbeutel. Da tue ich ja immer Sachen rein, wo unsere Kinder rausgewachsen sind und saugt dann halt die Luft raus. Es nimmt wenig Platz weg dann. Man kann das gut verstauen. Die Sachen bleiben gut erhalten. Und ja, wie gesagt, ich mag das sehr. Auch Sachen, die ihr noch zu groß sind, habe ich in so einem Beutel. Und ja, ich habe wieder einen richtig großen Haufen. Sie wächst so schnell, der weg muss. Und ja, deswegen habe ich das einfach mitgenommen. Das war das letzte Paket für 4 Euro. Und eigentlich, ich glaube aber, das ist jetzt nur ein großes, ne? Ja, das ist ein so ein riesiges. 136 mal 92 Zentimeter. Ist aber auch okay, so große brauche ich auch. Ihr könnt da zum Beispiel auch, wenn ihr Gästedecken oder sowas habt, die dann auch da rein tun. Und dann unterm Bett schieben oder so, ne? Das ist richtig, ich finde die richtig praktisch. Dann ja, einmal mein Deo. Eigentlich mag ich von Rexona das andere, aber das gibt es nie. Nie, nie, nie. Das ist blau, nicht grün. Keine Ahnung. Jetzt einmal meine geliebte Bodylotion, weil in der App gab es 20%. Und deswegen habe ich mir schon mal so ein Backup geholt, weil die gehen echt schnell leer bei mir. Die benutze ich ja für den ganzen Körper, auch teilweise fürs Gesicht. Mein Mann benutzt die auch sehr gerne. So, dann. Ich versuche hier gerade so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Einfach mal noch solche Säckchen und eine Seidenstrumpfhose mitgenommen. Und dann habe ich mir mal wieder solche Säckchen mitgenommen. Die hatte ich ewig nicht mehr. Weil ja, mit so Pumps und so, ich kann das nicht ab, so komplett barfuß da rein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Hose anhabe und dann dazu Pumps oder so, ich hasse dieses Gefühl, wenn dann so eine Seidenstrumpfhose unter der Hose ist. Das ist so, nee, mag ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt solche geholt, dass ich dann halt, ja, Säckchen tragen kann. Oh, ja, wir waren auch noch ganz kurz im russischen Laden. Und da kamen dann dreimal die hier mit. Geht halt nicht anders. Dann eine Packung Pelmeni, weil wir einfach schon Hunger hatten und ja, die schmecken mir, also uns allen, sehr gut. Und die haben wir auch schon, ja, gemacht. Sind gerade auch schon gegessen. Dann habe ich noch einen Bund Dill, der ist so schön. Hole ich immer von dort gerne. Für 1,19 € und die sind halt schön groß und richtig frisch. Und was kam denn noch mit? Und Semitschki. Also Sonnenblumenkerne meine ich. Dann haben wir zweimal diese Batterien und zweimal diese kleinen gekauft. Einfach weil man, ja, wir brauchen ständig Batterien, vor allem mit Kindern für deren Spielzeug und weiß nicht, mal Taschenlampen oder sowas. Also Batterien können ja nie schaden. Und
Weil, ja, wie gesagt, da gab es ja noch am Ende 30% auf alles. Dann noch solche Verschlusskappen. Ich habe einfach nicht genug. Und ja, beim Einfrieren oder so ist sowas immer ganz praktisch, wenn die Beutel nicht so einen Zipverschluss haben oder ja, auch wenn, ne, so Tüten oder so offen sind. Wie gesagt, meine sind fast alle schon verloren gegangen und weg und in Benutzung. Dann, jetzt bist du schon hierher gekrabbelt. Sie robbt richtig und macht auch schon einige Schritte beim Krabbeln. Dann habe ich so ein Viererpack Haarreifen genommen für meine Tochter. Sie mag solche und bei denen ist es halt gut, dass die solche Haken haben. Also die können wirklich die Haare hinten halten und sie trägt jeden Tag irgendwie mittlerweile Haarreifen. Früher mochte sie das nicht so. Und die sind halt ganz süß, so alle am Glänzen, so Perlmutt. Und ja, 4 Stück für nur 2 €. Und dann habe ich mir noch solche 2 Taschen mitgenommen. Ich habe solche, Entschuldigung, immer in meinen Handtaschen. Und irgendwie sind alle meine Taschen verschwunden. Und diese riesigen Beutel oder diese ja, großen Einkaufstaschen, die man überall kaufen kann, hasse ich, weil man die halt nicht so klein machen kann, in der Tasche mitzutragen. Deswegen kommt es jetzt öfter vor, dass ich mir immer wieder meine Tasche kaufen muss. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt reicht's. Dann habe die an der Kasse gesehen, hat mich daran erinnert und mir direkt 2 Stück genommen. Genau. Dann brauchte mein Sohn ein Lineal. Da haben wir das hier genommen. Das ist wohl so unkaputtbar. Seine gehen ständig kaputt. Ich bin gespannt, ob das wirklich hält, was es verspricht. Das hat nur 1 € gekostet. Und ja, es soll wie gesagt unkaputtbar sein. Mal schauen. Er kriegt es bestimmt auch das hin. Und dann hat mein Mann was Doofes gekauft. Für meinen Geburtstag. Ja. Ich meinte, das muss doch nicht so fett da hängen. Also wir machen ja nichts Großartiges. Wir wollen die Familie einladen zum Sushi-Essen. Und das war es einfach, ja. Ich kann halt jetzt nicht viel machen. Und mein Mann kann mir ja auch nicht viel helfen. Muss auch nicht sein, so viel Trubel. Ich denke mal, so einfach so ein Essen reicht. Und ja, dass ich halt nicht selber koche. Und ich meine, Sushi geht immer. Es ist köstlich. Und ja, da freuen wir uns. Ah, und das. Endlich. Endlich habe ich so ein Ding. Ah, nochmal Batterien. So ein Mehlsieb, aber ich mag das auch für Puderzucker. Das hat, weiß ich noch, als Kind hatten wir das. Halt, ne? Ich habe das überall gesucht. Überall. Die Qualität von dem ist echt. Bin gespannt, wie lange es hält. Ich hätte gern ein etwas hochwertigeres, aber ich glaube, da muss ich einfach mal bestellen irgendwo. Aber egal. Das hat jetzt 5 € gekostet und ja, ich freue mich, dass ich es wenigstens endlich habe, weil so noch Puderzucker irgendwo drüber pudern oder auch mal, wenn man nicht so viel Mehl braucht. Ich mache ja vieles auch nach Maß. Dann ist sowas schon einfacher, einfach drüber zu sieben. So, und jetzt nehme ich mir die mal auf den Schoß. Schatzi, alles gut? Zeige ich euch jetzt noch mehr. Was war das? Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Er hat noch einen Ballon gekauft. Happy Birthday. Habe ich einmal. So, meinen Kindern ist der Badezusatz ausgegangen. Und jetzt habe ich, das war im Angebot für 77 Cent. So. Badeperlen mit Lebensmittelfarbe, mit Erdbeerduft habe ich einfach 2 Stück genommen, weil unsere Badewanne halt sehr groß ist. Und, ich glaube, eins wird einfach nicht reichen. Und für 1,99 so eine Badekugel mit Spielzeugüberraschung. Dann habe ich 3 Quetschis gekauft. Meine Tochter mag sie tatsächlich, also beide Töchter. Aber die Kleine halt vor allem, und sie isst alles jetzt, also wirklich alles. Habe ich einmal hier Kirschbanane mit Grieß, Mangobirne Maracuja. Und Heidelbeere, Banane und Reis mal ausprobieren. Die sind alle ab dem 6. Monat und finde ich halt ganz praktisch so. Ich halte ihr das dann halt so und sie schlürft es dann raus. Also jetzt auch nicht jeden Tag. Aber ab und zu mal kriegt sie sowas. Und das ist ganz cool. Weil nur Banane ist halt doof. Mango liebt sie auch. Also frische Mango hatte ich ihr gegeben. Dann habe ich 2-mal Seife gekauft. Die war, wo war die denn jetzt? 85 Cent, glaube ich. 75. Einmal Berry Love, einfach weil sie schön aussieht und auch die einfach nur, weil sie irgendwie cool aussieht. Ich stehe irgendwie auf diesen Print. Merkt man ja gar nicht, ne? Mein Mann auch in unserem Flur mit dem Klavier, den Raum. Falls ihr das Video mal gesehen habt, ja, ihr wisst ja, wir haben so einen Teppich. ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das riecht. Ein aufregend floraler Duft. Das riecht richtig gut. Das riecht wirklich so, als würde man so ein Parfüm benutzen. Finde ich cool. Und das, ich muss da kurz dran riechen. Im Laden habe ich da immer nicht so Bock drauf. Ja.
Riecht irgendwie wirklich so nach Beeren mit Vanille, aber ich steht gar nichts von Vanille. Aber es hat so einen richtig süßlichen Nachgeruch noch. Dann habe ich noch vier Gläschen gekauft, weil ich die einfach wirklich manchmal brauche für, ja, wenn wir unterwegs sind oder so. Ich koche ja immer selber, aber irgendwie, ja, wenn die dann so eingefroren sind und so, dann nervt mich das doch schon sehr, wenn ich das dann mitnehmen muss und das ist einfach leichter. Und ja, so oft sind wir aber auch nicht weg, dass sie jetzt irgendwo außerhalb essen müsste. Deswegen, die werden schon halten, aber einfach, dass ich es da habe. Und manchmal dann einmal den Spülreiniger von Frosch diesmal. Irgendwas ist hier am Kleben. Irgendwas muss ausgelaufen sein. Muss ich mal sauber machen, aber ja, da gab es halt 25% auch in der App. Auf die Hipgläschen übrigens auch 25%. Und 20% auf Mascaras, Eyeliner und Lidschatten. Und das ist ja meine liebste Mascara und die habe ich mir jetzt einfach im Backup gekauft. Stand dann da in der Kasse und dachte mir eigentlich, du kriegst jetzt Wimpern. Aber egal, für den unteren Wimpernkranz würde ich die jetzt nicht aufmachen. Ich habe da ja noch eine, die ist aber fast leer. Und falls mir die Wimpern doch nicht gefallen, ich bin da ja immer noch skeptisch, ich bin echt gespannt. Ja, die wird ja jetzt nicht schlecht, ne? Habe ich sie jetzt mitgenommen. Und das war's. Hier sind jetzt nur die Batterien auf die andere Packung. Also beim Teddy gab es ja, ne, wie gesagt, 30% auf alles, aber wir haben da jetzt. Ich wollte so gerne so eine große Vase oder so Geschirr halt mir anschauen. Ne? Mir hat ja damals diese Schale so gefallen, aber die gab es nicht mehr. Und ja, Geschirr war halt sehr vieles Schönes da, aber alles so, weiß ich nicht, 6 von der, 3 von dem und ich brauche mehr und nicht zusammengewürfelt. Und deswegen habe ich gedacht, ach egal, macht nichts. Ja, habe jetzt halt nicht unnötig einfach Schrott eingepackt. Ich habe wirklich so mit meinem Mann geschaut, was brauchen wir nicht. Und jetzt einfach unnötig Geld rausschmeißen, nur weil da 30% gibt es ja auch Schwachsinn. Ne? Deswegen bin ich echt stolz, dass wir uns so gut gehalten haben. Wir haben statt 30 oder 31 € nur 20 bezahlt. Ja, fand ich sogar noch weniger, ich weiß gar nicht mehr. Fand ich richtig gut. Und beim Rossmann auch. Musste ich eigentlich über 40 € bezahlen. Und durch die App, man kriegt ja nochmal 10% auf alles. Ah, ich habe noch drei Fotos gratis bekommen in der größeren Größe. Ja, die habe ich noch geschenkt bekommen. Auf jeden Fall statt über 40 €, ich habe 41 € musste ich auch nur 30 bezahlen. Also, es lohnt sich schon echt, diese Apps zu besitzen. Und ja, dann ganz kurz, ich wollte euch noch zeigen, es ist mir nämlich eingefallen, ich habe total vergessen, euch, als ich meine Küche da, also den Abstellraum ausgemistet habe, habe ich ja dann ja nicht mehr weitergefilmt. Das Video habt ihr ja bestimmt schon gesehen. Und hat er euch da ganz kurz erwähnt, dass ich euch noch den Rest zeige, was wir im Action gekauft haben. Und zwar kam da einmal so ein Bambuskasten mit. Ich habe das auch schon für mein Besteck, also dieser extra Besteckkasten aus Bambus, den man auch ausziehen kann. Ich finde den richtig gut. Und habe jetzt mir noch so eins geholt zum Gucken, ob mir das gefällt, ob da meine Kochlöffel und so vielleicht reinpassen und das große Messer, dass die halt nicht einfach so in der. Also oben ist das Besteck und dann habe ich da drunter noch eine Schublade und da ist das Chaos hoch 10 immer noch. Das habe ich halt bis jetzt nicht geschafft. Ich habe ja nur den Abstellraum dann gemacht. Und muss ich da halt auch noch Ordnung reinkriegen. Und ich dachte mir, vielleicht gucke ich mal, ja, wie das sich so macht. Wenn ich dann merke, okay, es passen zwei, drei Stück vielleicht sogar rein, kann ich mir ja noch welche nachkaufen. Die gibt es zum Glück immer. So, damit es einfach nicht so rumfliegt in dieser Schublade. Dann hatte ich ja auch erwähnt, gefällt mir das mit den Lippenstiften im Badezimmer in der Schublade nicht so gut. Jetzt habe ich das hier entdeckt. Leider blau. Ich habe dann in einem anderen Action zufällig gesehen, dass es die auch in durchsichtig gibt, aber ja, egal. Bei unseren gab es die halt nicht in durchsichtig. Ich dachte mir hier, ich habe ja auch nicht so viele Lippenstifte, kann ich die ja einfach dann hier reintun. Das nimmt ein bisschen weniger Platz weg. Und mal schauen, wie ich das finde. Also ich will das nachher mal einräumen. Ja, nimm, nimm, nimm. Dann fand ich richtig cool. Wie heißen die denn? Reisnudeln und Cognac-Nudeln, ne? Zero-Nudeln heißen die. Ich glaube, das sind Cognac-Nudeln. Auf jeden Fall haben die einfach nur 7 und 9 Kalorien für die ganze Portion. Ich finde das richtig cool, wenn ich so in eine Bowl mache. Ich wollte die erstmal ausprobieren, ob sie mir schmecken. Und wenn ja, dann kann ich mir davon ja mehrere holen, weil die sind echt günstig. Moment. Ne, auf dem Kassenbon habe ich es nicht. Wir waren nämlich in zwei Actions. Ja, egal, auf jeden Fall, ich glaube, oh, lass mich lügen, 1 € haben die gekostet. Ja, 1,50 oder so, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber trotzdem echt cool. Und dann habe ich einmal diese Yummy-Soße endlich gefunden. Bei uns ist die irgendwie immer ausverkauft. Und ich wollte die echt mal probieren, weil alle irgendwie von dieser Soße schwärmen. Ich weiß nur noch nicht, wozu man sie isst, aber egal, ich habe sie jetzt endlich. Und dann noch so eine
0% fat-free, sugar-free Caesar-Soße. Eine Kalorie nur auf 15 ml. Wollte ich mal ausprobieren. Ich mache mir ja gerne mal Wraps oder so, ne? Vielleicht ist die dann lecker dazu. Und ja, das war's. Sonst ist hier noch so ein kleines Geschenk drin, das kann ich jetzt nicht zeigen. Ist aber auch nichts Wildes. Genau, das war's dann und ja, wir fahren dann gleich, ruhen uns jetzt noch ein bisschen aus. Ich will noch ein bisschen ja, das Schiff hier machen und dann fahren wir, kriege ich meine Wimpern. Entschuldigung, ich gucke gerade aus dem Fenster, irgendwie hat sich gerade wie Gewitter angehört. Es ist auf einmal so dunkel geworden, da haben wir ja noch richtig Glück gehabt gerade. War nämlich richtig schönes Wetter draußen, als wir in der Stadt waren. Sonne hat geschienen, die Luft war schön angenehm. Naja, ich, ja genau, wir sehen uns dann, ich denke mal nach den Wimpern. Sei ruhig richtig. Er hat die Schnuller bekommen. Ich sag ja, unser DM ist der Beste. Zeig, zeig mal von der Seite. Und das sind die, die ich meine. Die sind komplett aus Silikon. Und nur die nimmt sie. Ich hab, wo ich ja gestillt habe, weil die kommen der Brust halt wirklich am nächsten. Sieht man, ne? So. Ja. Wo ich gestillt habe. Silikon best. Die. Ich hab. Wo ich gestillt habe. Mann, das hast du mich rausgebracht. Sie klebte immer an der Brust einfach nur zum Nuckeln. Und die anderen Schnuller hat sie halt alle nicht genommen, bis ich dann die gefunden habe. Und den Teppich, meinte ich. Wir sind wieder da. Und das ist das Ergebnis. Ich hoffe, man erkennt das gut. Ich bin schon im Schlafzimmer. Es ist schon echt spät und dunkel. Aber, also fürs Erste, ha? Tschur? Achso, ich bin voll begeistert. Mein Mann nennt mich Kuh. Kau. Ach ja, Kau. Ja. Oh, ich finde das aber klar. Der, danke. Voll schön. Also jetzt noch, huch, muss ich die paar Mal rausschneiden. Warte mal, so. Die will nicht schlafen, ne? Es ist schon 9:30. Mein Mann ist jetzt gerade von McDonald's gekommen. Wir haben Todeshunger und die Kinder sind im Bett, außer die Kleine halt. Und jetzt können wir heimlich essen. Rabeneltern, ey. Holen uns heimlich. Ich glaube, jetzt essen. Aber egal, er hat schon gesagt, morgen holt er für die auch Happy Meal. Da gibt es ja jetzt diese voilà. Schleichschlümpfe. Voilà, sogar. Ja, auf jeden Fall ja, bin ich mal gespannt, wie das so sich machen. Also jetzt klar, ne, das Ergebnis ist natürlich, finde ich, schön, weil zuvorher von gar nichts zu solchen Wimpern. Ich bin noch gar nicht geschminkt, also hier unten Wimpernkranz und so auch gar nichts. Sind wie gesagt gerade erst wiedergekommen, vor nicht mal einer Stunde. Und ja, mal gucken, wie das so ist. Ich darf jetzt 2 Tage lang die nicht nass machen, meinte sie, und danach ist egal. Und halt nichts mit Öl abschminken, aber das mache ich eh nicht. Und was noch? Ja, halt, ich habe so ein Bürstchen bekommen, halt zum Kämmen, aber darf ich auch nur von unten. Und sollte was sein, kann ich mich halt jederzeit melden, wenn ich mich unwohl fühle, weil ich ja mal meinte, eigentlich mag ich sowas nicht. Also ich hatte damals schlechte Erfahrungen einfach damit gemacht, aber mal gucken. Bin ich mal gespannt. Muss man halt nur beim Duschen wegen dem Strahlen und so voll aufpassen. Und ich bin so ein Mensch, ich reibe so gerne durch die Augen, aber egal. Ich teste es. Wenn es nicht gut ist, hat sie gesagt, kann sie mir ein Wimpernlifting machen. Also das ist ja dann die eigenen Wimpern irgendwie. Werden dann ja irgendwie so geklebt und geliftet, keine Ahnung, und gefärbt. Mal schauen. Aber jetzt bin ich begeistert. Was hast du mir eigentlich geholt? Hier? Ja. Wir haben so lange... Okay, lecker. Ich will immer irgendwas mit Chicken. Wir haben so lange schon nicht mehr sowas geholt. Und ja, dann freue ich mich jetzt. Und gehen wir jetzt mal essen und dann schlafen. Und ich sage dann Tschüssi, bis zum nächsten Mal.